Reises kommt bald zurück. Bist du bereit? Fragst du dich für diese Wahrheit, dass er bald zurückkommen wird? Und was meint das für dein Leben von dir? Wenn du ein Kind Gottes bist und du weißt, er kommt bald zurück, merkst du dich bereit? Vertellst du anderen Menschen von Jesus Christus und seiner Leib verehrt? Willkommen zu der Evangelische Botschaft Radioprogramm. Mein Name ist Wes Heppner. Und ich bin dankbar, dass du hier von dir bist, zum Hörchen und Hören und Lehren, was Gott sein Wort sagt, besonders in den Thema von, wenn Jesus zurückkommen wird, was meint das für uns als Kinder Gottes? Wo soll uns Leben sein? Was soll das wirklich sein für uns, wenn wir lernen, dass Jesus kommt bald zurück? Wo immer du bist von dir in Belize, Bolivia, Argentina, Paraguay, Mexiko, hier in den States, in Kanada, in Deutschland, in Kolumbien, wo immer du hörchen lässt, wenn Jesus zurückkommen wird, er wird durchkommen. Und die Frau ist, bist du bereit? Und du bist hier auch willkommen auf das Radioprogramm zu hörchen. Uns Wunsch ist, dass du wirst Mautpfoten in dieser Wahrheit und dein Wort wird geriert sein, zum Weiten, wo du in deinem Leben das ändern, wenn du weißt, Jesus kommt bald zurück. Dressing along by the stars down, and me and Jesus danced o'er that ledge. And I'm him, but I ask demons now, of my life and the camp I can stand. For them hymns of you, the Jesus found me. Start them hills of you, they seem blue, chubby, all I do is in. Well, be all I'm at life, either gone. And the bride that I put no one bring, and I'd leave and met you be to the goal. Best of plans for the Jesus and yet. For them hymns out here, to be Jesus will be all that I sin. For them hymns out here, they seem blue to be all that I sin. You be on to find. Got a faith for I'm stand up field. And seen burden and torn and to down. Got a vow once in him without heal. Lord, them hymns of you. Dark the eyes is well be all a dark sin. Lord, them hymns out here, they seem blue to be all I do sin. Dankeschön für das schöne Lied. Du hörst hier in der Evangelische Botschaft Radioprogramm. Mein Name ist Wes Heppner. Ich bin dankbar, dass du hier von dir bist. Von dir, das dritte Wort, und das letzte Wort von diesem Programm an Jesus kommt bald zurück. Lieber Freund, dit's die Wahrheit, dit's sicher. In einer Welt, wo viel Unsicherheit ist, wenn Krankheit und Krieg und Ware und verschiedenste Dinge mit Geld, wir wollten, Jesus kommt bald zurück. Wir als Deutsche, wir haben uns lange gefürcht von seinem Ware kommen. Wir haben lange gedacht, von Offenbarung, dort wollen wir nicht beim Lesen.
Maar lieve vriend, die Bibel zegt, wie kan ons troosten dat Jezus komt wil terug? Wie kan ons vragen dat hij wat wil waar hier zijn en ons terug te nemen naar arm? We lezen een tekst van Johannes kapitel 14 van vers 1 wat zegt, waar Jezus zijn jinger dit proef klaar te maken. En ik wens dit weer klaar voor ons. Vers 1 zegt, laat je niet dat God beaardigen. Je leeft aan God en je leeft aan mij. Ik wens deze boodschappen weer niet om ons beaardigen of zorgen maken op een leven dat we een geloven in God hebben en een vrede voor zijn ware komen. Vers 2, in mijn voren zijn huis zijn veel woningen. Wanneer dat niet zo weer, word ik je dat gezegd hebben. Ik wil zo gaan jullie de stad rijd te maken. Waarschijnlijk, lieve vriend, dat Jezus maakt de stad rijd voor ons. Hij leert voor ons. Vers 3. En wanneer ik gaan ga de stad voor jullie rijd te maken, waar ik terugkomen en jullie ook door gaan nemen dat jullie door zijn voor ik zie. Ik wens deze waarheid jink ons diep te horen, lieve vriend. God wil de eeuwigheid met ons volbrengen. Jezus komt terug dat wie kan door zijn waar hij is. Kan we ons dat denken, wie in onze zin, wie met onze problemen, krankheden en troubles, Jezus Christus wil met ons in de eeuwigheid zijn. Vers 4. En je weten waar ik heen ga, en je weten ook den weg door gaan. Thomas zei te hem, Haar, wie weten nicht, wo du han jest, en wo kan wie den weich weiten? Vielleicht is de ein oder die andere Torche, der sagt von dir, wo kon ik dat weiten? Ik zie nog een Twiebel. Ik leuf, ik wensch, ik hoop. Jezus sagt aber dit, in Versas. Ik zie de weich, de Wahrheit in dat Leben, keiner kämpft nen Futter, bitte durch mich. De weich trägt ne Gott, is der Jezus Christus. Hij zegt in zijn woord, hij is de Deer. De Deer wat is de Kriets, wat ons laat van een breiden weg en een schmalen weg komen, wo we terug kunnen naar God komen. Je leeft aan God en je leeft aan mij. Jezus zegt, ik zie de weg. We funken aan met het eerste programma deze maand met de zes tekens dat Jezus kempel terug. En lieve vriend, jeder van deze kan we zijn in de wereld van deel. Nummer 1, de Satan zijn plan is dat we verveerd werden, wie niet de waarheid wisten wanneer ik kom van Jezus. En lieve vriend, dat is zoveel gered werden dat, dat is niet klaarheid. Nummer 2, dat geloven, dat wat wanneer de lui wordt kalt. We zijn dat alle ween. Mensen ken ik maar vergeven, die zijn beter, die willen bloos ganz alleen zijn. De lui, die wordt kalt. En dan nummer 3, dat evangelium zal over de ganze wereld gespreid. Dat is meerlijk, durch radio, durch internet, durch verschiedenste dingen, dat het evangelium kan alle ween over de wereld verspreid worden. En dan nummer 5, dat teken dat Jezus bald terugkomen deed, dat wordt zin in de kerk zijn. We zijn dat meer als eerder tijd in de wereld, waar zin heeft even hand genomen in de kerken. We zijn dat dingen wat we nanden zin 20 jaar terug, 40 jaar terug, 100 jaar terug, die zijn normaal geworden in de kerk. Lieve vriend, de Bijbel ändert niet. God zijn woord ändert niet. En zind is nog helemaal zind in 2023. Wat helemaal mensen zijn. God zijn woord is waarheid. En dan nummer 5, er zijn valse christen. Dat zijn wie alle ween in de wereld. Mensen willen andere mensen nu volgen. Vielleicht kan die goed sport spelen. Vielleicht zijn die op veel film. Vielleicht kan die goed zingen. En die willen dein nofolgen en geloven dat wat eind de vrijheid brengen. En dat is een valse Christ. En dan nummer 6, niet jeder einer wat rijd zijn. Zo treurig is dat, dat van Jezus terugkomen dat, einer wat rijd zijn, en die wat krijgt bezie den is, wat vielleicht niet rijd zijn. Dat is treurig, dat is schuld. Maar nu is nog de gelegenheid onze vriend, familie, dat te zijn dat Jezus komt wel terug. En van deel, waar we weer gaan, wenn we weiten Jezus kämpft wel terug, wo zal dat een onderscheid merken in ons leven? In ons deelige leven, wo we zijn bij de arbeid met onze familie in de kerk, wat zal dat van onderscheid merken? En lieve vriend, dat is een grote onderscheid.
En zo wie wel de eng van de boodschap van deel bekijken en ook een paar versen lezen, waar de Bijbel aan zegt, waar wordt dat op den dag zijn. Ver wie even gaan te dat, waar we toe beden. Himmlische Vader, Heer Jezus, wie danken die voor deze dag. Wie danken die dat die kämst bult trägt. Himmlische Vader, ik bid voor jeder te hartje. Ik bid voor die wat die kinder zijn, wat in geloven hand die ongenoem, dat die wist die trösten. Du wirst dich helfen, du wirst dich Mut merken, dass das eine Zeit von großer Freude ist. Das ist eine Zeit, wo die Welt kaputt geht, aber wir als Christen, wir freuen uns, dass du kommst bald zurück. Himmlischer Vater, ich bete für irgendeiner, der das Radioprogramm horchen hat, der noch ein Zweifel leben hat, der vielleicht in seine innigen Worten hat geprüft, die noch zu folgen hat, hat niemals das Friede Geschenk angenommen. Ich bete, dass du wirst mit denen sein. Du wirst den helpen, du wirst den leiden en vieren, en du wirst den tragen met den Geist. Dat van deel, wo die dag zijn, wo die deze beste Entscheidung kunnen merken voor die. Himmlische Vader, ik bid dat dit program wordt gereed worden in dien wagen, in dien wellen, en du wirst al de eer van dat kriegen. Ik bid het in die nomen, in nomen Jezus Christus. Amen. Zo wie weten, Jezus komt bald terug, wat meint dat dan voor ons leven? Wie weten, wenn Jesus kommt, Dinge wollen die verändert sein für alle Ewigkeit. Die Zeit von Genot wird ewig sein, die Zeit von Gerecht wird gekommen sein. Menschen wollen für die Ewigkeit in den Himmel sein oder in der Hölle. So, was meint das? Wir fangen an letzte Woche mit Feierdinger Nummer 1. Wir sollen wacker sein, aber nicht in Furcht leben. Die Bibel sagt uns 365 Mal, wir brücken uns nicht fürchten. Jesus kommt für Kinder Gottes, es ist nicht ein fürchtvolles Ding, das ist ein wunderbares Ding. In Thessalonicher, wenn er redet von Jesus in Wahrheit kommt, die Bibel sagt, tröst jünd einen anderen mit dieser Wirt. Wir sollen wacker sein, aber nicht in Furcht. Wenn Jesus kommt, bald trägt. In Anna Nummer 2, wir blieben dich bei Jesus. Wenn wir daran denken, da wollen falsche Christen sein. Wenn ich dich würde fragen, lieber Freund, wo ist deine Gemeinschaft mit Jesus? Nimmst du Zeit allein mit ihm jeder Tag? Lest du sein Wort? Vielleicht denkst du, ich will über die Wahrheit weiten. Mir wollen sie nicht hängen und Licht führen. Aber ich lebe sonder alle Taustung. Wir wollen verfehlt sein, wann wir nicht eine tiefe Gemeinschaft haben mit Jesus Christus. Wenn du wirst bei der Wahrheit blieben, dann musst du auch eine tiefe Gemeinschaft haben mit dir, wer Wahrheit ist. Und das ist Jesus. Und dann Nummer 3, was soll wir tun, wenn wir weiten, dass die Wahrheit? Wir sollen reid leben. Vers 44 von Matthäus Kapitel 24 sagt, du wirst mit dir auch reid sein. Willst die Menschen sehen, kommt eine Stunde, wenn sie nicht damit rechnen. Viele Menschen würden sagen, mir fehlt zu weit in Wohndag, er kommt. Warum? Wenn dann sagen sie, dann würde ich einzige Dinge tun, dann würde ich Buße tun, dann würde ich Dinge reichmerken. Lieber Freund, vielleicht sollst du anfangen mit diesen Dingen von dir zu tun. Leb reid, sieh reid, merk dort den Ziel von deinem Leben. Das ist das wichtigste Ding, was du kannst tun. Da wird das wird sein, ein Tag. Wenn, lieber Freund, dort wird wie tun für die Ewigkeit. Dort wird eine ewige Lohn haben. Dort wird wie hier ab dieser Erde tun, dort hat bloß eine irdische Lohn. Jesus Kempel trägt sie reit. In Nummer 4, blieb dich bei dort Flamme. Uns fehlt die vier von Jesus Christus, sein Geist wird in uns brennen dort. Und das irgendein Gottes vier, uns fehlt mehr Halt, dort wie brennen dann. Viele Menschen wollen lebwarm, wenn glauben. Die wollen nicht mehr Hand tun mit glauben. Wenn die sind beleidigt durch Kirk und die haben nicht mehr geistliche Gemeinschaft. Lieber Tauercher, geistliche Freunde sind wichtig. Christliche Gemeinschaft ist wichtig. Und wenn wir bloß Zeit nehmen mit der Welt, dann werden wir voll von der Welt. Und dann sind wir nicht mehr hungrig für Gott. Wir leben für uns selbst. Wir vergeten, dass Jesus kommt bald zurück. Und uns fehlt Freund, Bruder, Schwester an dem Herrn, zum uns denken helfen, dass Jesus kommt bald zurück. Und dann Nummer 5, das erste für diese Werk, das nicht, wir sollen in Eifern gelassen. Wir sollen jeder einer vertrauen, dass Jesus kommt bald zurück
wenn nicht jeder einer wird reit sein. Ans Tag zeigt uns das. Wenn ich reit sein und ich lehre und ich freue mich das und ich lebe das mit meinem ganzen Hort, dass Jesus Kempel trägt, dann sei ich jede Person, wo ich kann. Meine Familie, meine Freund, meine Mitarbeiter, die Person, die vielleicht besiegt mich Stunden, der bin Gas Station. Wenn irgendein Moment Jesus kann zurückkommen und mein Zeugnis von Gott seine Leib, kann der Unterscheid sein für den Person zwischen dem Himmel und der Hau. Matthäus 24 sagt uns, dass die Menschen wollen zurückkommen von den Feuerarken von der Welt. Und Jesus sagt, eins hier wollen genommen sein. Die, was sind genommen, die haben Glauben, dort friert Geschenk von der Rettungsplan angenommen, was bloß aus der Gottes genut. Jeder einer, was dit Programm harchen hat, der hat den Plan von der Rettung gehört. Du weißt, was du hast zu tun. Aber da sind hunderte Menschen, tausende Menschen, was noch niemals haben gehört. Und eins hier, was hat han gehört, und vielleicht hat bloß fehlt, einmal mehr zu sein. Wenn du die Wahrheit weißt und du glaubst die Wahrheit, dass Jesus Kempel trägt und all die Dinge, was Matthäus Kapitel 24 anzeigen hat, dann wirst du die Welt auch dort verteilen. Und ich will die eine Wahrheit sein von dir. Vielleicht wird die dort ein bisschen beleidigen. Eins hier von euch hat noch niemals irgendeiner gesagt, wenn die eine Rettung. Der hat noch niemals wem verteilt von Jesus in der Leib. Und weißt du, was das meint von dir wirklich? Das meint, du denkst, ich habe noch viel Zeit. Ich glaube, vielleicht Jesus kommt nicht für eine lange Zeit. Wenn du keinem dort sagst, das, was du wirklich sein lässt, dass du nicht von Horten dort glauben, dass Jesus kommt bald zurück. Nie ich sehe einen Redner für das Radioprogramm, aber ich sehe nicht dein Eifen gelöst. Ich kann nicht die Menschen, die du kennen lässt. Ich traf nicht die Menschen, die du trafen lässt. Wenn Jesus zurückkommen lässt, wo wunderbar würde es sein, am Trafen, am Dorfer, am Knien, und krank dann würde er die fingen, dass du das Evangelium mit wem mitteilen lässt. Ich kann mich nicht was Scheineret feststellen, dass wenn Jesus kommt, dann würde er krank dann ab dem Moment mit wem zu beten und er würde die Wahrheit von Jesus Christus annehmen. Und dann das Letzte. Was soll uns Leben sein, wenn wir weiten, dass Jesus Kempel trägt, wie sollen uns das Schatz haben in den Himmel? Matthäus Kapitel 6, Vers 19, mit 21, sagt es dort. So mollt ihr nicht Schatze ab ihr, wo Motten und Roste abfreten, und die Stähle anbrechen und die Stählen. Aber so mollt ihr Schatze im Himmel, wo Motten und Roste nicht verfreten und die Stähle nicht nur Gruben entstehlen, wills wo jen Schatz erst da wird jen Hort auch sein. Wenn du weißt, Jesus kommt und dein Leben erst kalt und Ewigkeit erst für immer, dann würdet auch ne Sinn haben, denn die Dinge, was das meiste wird zu dir sind, für die Ewigkeit reinmerken. Lieber Freund, was das meiste wird zu dir? Deine Zeit? Du deine Zeit in himmlische Dinge nennen. Es dein Geld, das meiste wird zu dir, jäfft dort um ein Eifjetrick bier. Weißt du, dort Geld, was die nicht eine Worte freigeben, nicht nü, nicht irgendein Zeit? Das leicht um uns ein geratet Haus bieren oder mehr Dinge kaufen oder nie fort kaufen, aber kann ich das Geld wirklich geben zu Gott sein Rick? Und dann leben für Christus, unsere Juden ab Armsaten, und dann kommt die Freude in uns Hort. Was die das meiste wird, sind das deine Freunde? Sei die von Jesus. Sind die Dinge, was die hast, die viel wird? Weißt du, was Jesus sagt? Verkehrt, was die hast, und jäfft das zu den Armen. Das, was Jesus, das recker junger Mann, sagt, er soll tun. Dinge, was die nicht kannst, kaufen, sind deine Freunde, deine Familie, das Leib von Gott, die Freude von Gott, die haben ein wird. Die Dinge, was für Gott sind, gedonen sehen, Rick, haben ein wird, das sind Schatz von Himmel. Ich hier viele Menschen, die sagen, ich lebe Jesus Kempel trägt, aber die Bühnen, er Rick hier auf dieser Erde. Die tun all die wichtigsten Dinge, was die haben, hier auf dieser Erde, haben die,
Aber die seien, die glauben, Jesus kämpelt terug und die lehen sich selbst fair. Und vielleicht lehen sie zu Gott. Aber Gott weit, Gott lässt sich nicht spotten. Lieber Freund, wo ist dein Schatz? Wo sind die Dinge, die wichtig sind zu dir? So wie als Christen, wir sollen wacker sein, aber nicht in Furcht leben. Wir sollen dich bei Jesus sein. Wir sollen reut sein. Wir sollen dich bei in Flammen sein, ans fehlt jesliche Gemeinschaft. Wir sollen jeder einer vertrauen und wir sollen uns Schatz im Himmel haben. Dort, wo wir von dir sollen leben, wenn wir weiten Jesus Kempel trägt. So, was passiert ab dem Tag? Zum Schluss von dieser Botschaft in paar Versen. Und ich wünsche dir kurz bloß Harchen und die Freien für diese Zeit. 2. Thessalonicher Kapitel 1, Vers 7, Batien sagt dit. Und jünt, der jene lieden motten, wat hei rü jeven. Jerod so aus ans, dit wat hei donen van de Herr Jesus, mit seine gewaltje Engel von Himmel kommen wat, und in a flammende Feuer. Dann worn de gestroft worn, de von Gott nischt weiten wellen, und in dat Evangelium von den Herrn Jesus Christus nicht harchen wellen. Ehre Strof es, ewig verloren zu gehen und von Gott getrennt zu sein, weit weich von Gott seine Herrlichkeit und Macht. Aber für die sich haben heilen lassen, wird dort undenkbare Herrlichkeit bedienen. An dem Tag, wenn Jesus kommen wird, wird er von der Sinne geirrt und verherrlicht worden. Je worn auch mangt die seinen, will sie glauben, wird wie ihn predigen. Wel von einer scheinen Wahrheit ist das. Und dann Offenbarung 1, Vers 7 sagt, kickt. Er kämpft mit den Wolken. Und am wollen alle Juden sein, auch die arm in die Sied stürken. Lieber Freund, jeder einer wird dort sein, wenn Jesus wahr kämpft. Und dann 1. Thessalonicher 4, von Vers 16 bis 18. Der Herr wird selbst von Himmel raufkommen und lüd sein, was passieren soll. Der höchste Engel wird raupen und Gott seine Person wird geblost worden. Dann worden die im Glauben und Christus seelig gestorben sind, zuerst abstehen. Dann wo die leben und geblieben sind, zu Glück mit am ab der Wolken mitgenommen worden, in unseren Herrn begegnen und dann wo wie immer bei am seinen. Mit dieser Wied treust jünt einander. Lieber Freund, wo schein es, dass Jesus kämpft, wohl trägt. So wird's die Antwort? Johannes 14, Vers 1 ans Text. Lot jünt nicht dort Wort beargen. Je leift an Gott und je leift an mi. Als Kinder Gottes, wie Brücken nicht entfernt sind und uns Wort Brücken nicht schadern, wenn Jesus kämpft, wohl trägt. Je leift in Gott. Und wenn du von dir harchen lässt und du hast noch niemals das frühe Geschenk von der Radung angenommen, du kannst von dir auf deine Knie gehen und du kannst bekennen, dass du bist verloren, deine Sünde, nimmst du einen Kreuz und du lässt Buße über deine Sünde, du bringst ihn in Jesus. Und durch das Blut Jesus Christus bist du reingemerkt von deiner Sünde. Und in Glauben nimmst du das frühe Geschenk von der Radung an, was Jesus hat für dich getan, das nimmst du an. Und du nimmst am Honest den Herr in Heiland. Und du wirst sein Kind. Und dann kannst du auch danken, dass du kannst sein Kind sein. Und dass ein Tag, wenn er zurückkommt, wirst du mit ihm in aller Herrlichkeit sein. Wo schein wird den Tag sein? Wo von der Freiheit wird das sein? Lieber Freund, mein Herzenswunsch ist, dass du auch wirst du sein. Du wirst mit Jesus kennen gehen, wenn er wahrer kommt. Ich war für immer leben, meine Sünde hat vergeben. Jesus starb vom Kreuz für mich, in ich war für immer leben. Mein Nomen wird vielleicht niemals nicht, ich bedacht mit Strom und Licht. Doch fürs Jesus jink nun Kreuz für mich, wo ich beim Leben. Jeden kenn ich, schreift dort durch, meine Sünden schuld wie am so schwor.
Det halt für mich, der Schrift merkt dort klar, dort könnt für immer leben. Ich war für immer leben, mir ist in der Heil für jeden. Jesus starb von Christ für mich, in ich war für immer leben. Schreib mir Namen an sein Lebensbuch, und dort's genug für mich. Bald wird Jesus wiederkommen, seine King, ja, wird er holen. Dann gibt er mir ein ganz neuer Namen, und ich wird für immer leben. Ich wird für immer leben, meine Sünde hat vergeben. Jesus starb vom Kreuz für mich, und ich war für immer leben. Ich war für immer leben, meine Sünde hat vergeben. Jesus starb vom Kreuz für mich, und ich war für immer leben. Ich war für Du hast hier gehört in der evangelische Botschaft Radioprogramm. Mein Name ist Wes Heppner. Ich bin dankbar, dass du hier von der Best mein Wunsch ist, dass du wirst freut, wenn Jesus Vater kommt und wenn wir uns niemals hier diese Erde sein, in Himmel ein Tag, selber taub für die Ewigkeit. Das Radioprogramm ist in der Stadt von der Sommerfeldsche Mennonitengemeinde in Manitoba, von der Barchtuler Mennonitengemeinde in Warman, Saskatchewan, und auch von der Zion Mennonitengemeinde in Schanzenfeld, Manitoba, und der Goven von Junt der Tauharcha. Wir freuen wieder für Gebete und auch jene Unterstattung in Goven, kracht, dass das Radioprogramm kann wieder gespielt worden, ab der Stadt, wo du hörchen darfst. Unsere Adresse ist der evangelische Botschaft Box 1760, Warman, Saskatchewan, Canada, SOK4SO. Nahimo, that's the Gospel Message Box 1760, Warman, Saskatchewan, Canada, SOK4SO. Uns Website, wo you can online geben, Programm harchen, oder Maya itfingen, wenn dit Programm as gospelmessageradio.com. Das alle ein Wort, gospelmessageradio.com. Uns Phonenummer, wo you can uns kontakten mit Frauen, oder wenn ihr würden dieses Programm jeder Weg wollen geschickt durch eine WhatsApp-Gruppe, rauf uns an. Uns Phonenummer ist 306-230-7807. Einmal 306-230-7807. Mein Name ist Wes Heppner. Ich bin dankbar für dich aus dem Tauharcher. Ich bin dankbar für deine Gebete. Und ich auch. Lea, dass Jesus wird bald zurückkommen. Vorleg gestorben, Jesus hat mich holen, dann fleh ich weit. Nur dort heim, wo es für mich ein Brot.